Bevor es losgeht, eine kurze Erklärung. Dieser Kanal dient dazu, politische Themen sachlich und auf politischer Augenhöhe zu diskutieren. Die meisten Themen werden neutral behandelt, subjektive Videos werden mit einem Kommentar versehen, so wie dieses Video. Und los geht's. Die CO2-Steuer ist derzeit in aller Munde. Hierbei geht es darum, den Ausstoß von CO2 durch eine Steuer teurer zu machen, sodass der Verbraucher auf umweltschonende Fahrzeuge und Heizmethoden ausweicht sowie umweltbewusster einkauft. Doch kann dieses System funktionieren? Jein. Es kommt alles darauf an, wie es die Bundesregierung auslegen wird. Deutschland wird die eigens gesetzte Klimaziele nicht erreichen, also wird nun geplant, eine Steuer auf alles zu legen, was CO2 ausstößt, also Autos, Heizöl, Flugzeuge etc. Dies soll dann variieren von alten Autos, die mehr kosten, da diese mehr ausstoßen, bis hin zu neueren Autos, die weniger ausstoßen. An sich ein logisches System. Hierbei gibt es allerdings mehrere Probleme. Erstens. Durch die Steuer auf Autos, welche mehr ausstoßen, werden die Menschen stärker besteuert, die eh schon wenig im Monat verdienen, um sich überhaupt ein Auto leisten zu können. Und da die Bundesregierung so oder so mit einer steigenden Spanne zwischen Arm und Reich zu kämpfen hat, würde diese Steuer eben dazu führen, dass die Spanne nur noch größer wird. Zweitens. Das gerade aufgeführte Problem würde im Hintergrund stetig wachsen. Denn Betriebe, welche keine starken Gewinne einfahren und demnach kämpfen müssen und Fahrzeuge fahren, die eben mehr CO2 ausstoßen, würden so viele Verluste machen, da die Steuer ja beglichen werden muss. Ergo, kleine Betriebe, welche auf günstigere Fahrzeuge angewiesen sind, würden verschwinden, große Betriebe können ihren Gewinn dadurch steigern. Ein Monopol würde entstehen. Das hat auch zur Folge, dass sich die Menschen weniger leisten können, da Produkte, die früher kostengünstig waren, nun durch die Steuer teurer werden würden. Was an sich erstmal richtig gut klingen würde, entpuppt sich als Desaster für Geringverdiener. Produkte, welche wenig bis kein CO2 in der Produktion ausstoßen, werden von der Steuer nicht belastet. Aber der Staat regt nicht an, CO2-freie Produkte billiger zu machen. Und da sich der Markt durch die Steuer entsprechend an CO2-freie Produkte anpassen muss, hätten ökologische Firmen eine Monopolstellung, könnten Preise stetig steigen lassen, wodurch CO2-belastete Produktionen ebenfalls bedeutend teurer werden würden. Am Ende wird der Verbraucher ärmer, die Konzernchefs reicher. Drittens, keine Alternativen. In der BRD gibt es ein Problem mit der Infrastruktur. Die ÖPNV kommen stets zu spät oder fallen gar komplett aus. Schienenrenovierungen bringen nach dem Empfinden des Pendlers nichts. Im Gegenteil, die Preise für Tickets steigen, da die Bahnmitarbeiter ja auch mehr Geld verdienen wollen. Ergo müsste der Staat mehr Geld zur Verfügung stellen, damit die Infrastruktur für Bus und Bahn verbessert wird. Milliarden an Euro würden dafür anstehen, welche entweder aus dem Staatshaushalt genommen werden müssen oder aber die Steuerzahler zahlt. Umweltministerin Svenja Schulze verspricht zwar, das Geld aus der CO2-Steuer für die Infrastruktur der Bahn zu nutzen, sowie für Elektroautos, jedoch haben Elektroautos an sich nicht die Zukunft, wenn die Technologie nicht allmählich so weit ist, dass auch Langstreckenfahrten mit E-Autos machbar sind. Zumal Deutschland den Strom nach wie vor unter anderem auch durch Kohlekraftwerke gewinnt. Zwar ist die Prozentzahl an Stromgewinnung aus fossiler Energie zurückgegangen, jedoch wird diese Technik und massive CO2-Steuer nach wie vor genutzt und sogar durch den Staat subventioniert mit Milliarden Euro. Um also vollständig auf Ökostrom setzen zu können, müsste die Regierung aufhören, Kohle zu subventionieren und anschließend diese Milliarden an Euro für klimafreundliche Energiegewinnung durch Solartechnologie, Wasserkraftenergie oder Windenergie investieren. Darüber hinaus wäre es machbar, Wasserstoffautos salonfähig für jedermann zu machen. Einziges Problem an der Stelle ist, dass die Energiegewinnung Wasserstoff derzeit Erdgas ist. Für absolut grünes Fahren müsste die Energiegewinnung so jeder vollständig aus Solar- und Windenergie gewonnen werden. Dennoch wäre die Herstellung eines Wasserstoffautos bedeutend kostengünstiger, da der hierfür vorgesehene Aufwand der Herstellung einer E-Auto-Batterie nicht notwendig ist. Aber das verschläft die Regierung leider. Viertens, Fliegen. Die Deutschen fliegen sehr gerne. Es ist schnell und sollte es keine heftigen Turbulenzen geben, auch ganz bequem.
Leider aber ist Fliegen nicht besonders umweltfreundlich, besonders wenn inlands geflogen wird. Das können sowohl Umweltministerin Schulz als auch Grünchef Robert Habeck nicht nachvollziehen, dass inlands lieber geflogen wird als Bahn zu fahren und es noch dazu keinen Sinn mache, dass Bahnfahren teurer sei als Fliegen. Darum möchte die Umweltministerin Fliegen teurer machen. Problem? Sie betont nicht, dass Bahnfahren billiger werden soll. Das erwähnt sie nicht einmal. Demnach soll das schnellere und zuverlässigere, dafür aber dreckigere Fliegen teurer werden, das unzuverlässige, aber saubere Bahnfahren hingegen stagnieren. Ergo, mehr Kosten für die Bevölkerung. Grünchef Robert Habeck, von welchem man ein klimafreundliches Statement erwartet, verteidigt hingegen die Inlandsflüge der Abgeordneten. Dafür verlangt er aber eine Kerosinsteuer. Zur Information, die Grünen fliegen inlands am meisten, stoßen demnach auch das meiste CO2 aus. Fünftens, Fahrverbote und Tempolimits. Einher mit CO2 und Feinstaub gehen auch die Tempolimits in Städten sowie Fahrverbote für ganze Straßen. Die Grünen fordern demnach Tempo 30 in Städten. DUH-Chef Jürgen Resch hat bereits mehrere Dieselfahrverbote für bestimmte Straßen durchgesetzt. Straßen! Dass dies jedoch absoluter Unsinn ist, sollte allerdings klar sein, da die betroffenen Fahrer einen Umweg fahren müssen, um ans Ziel zu kommen und dabei entsprechend mehr Feinstaub ausblasen. Und Feinstaub macht vor Begrenzungen keinen Halt. Tempolimiten in Städten bringen ebenso wenig, da die deutschen Städte an Ampelsysteme gebunden sind. Es wäre also erheblicher Aufwand, die Ampel umzuprogrammieren, damit die Autos bei Tempo 30 nicht ständig stehen. Erhöhte Kostenfaktor, welcher wiederum die Steuerzahler übernehmen müsste. Wenn die Grünen also nun Tempo 30 für Städte durchsetzen würde, wäre es A. Chaos und Staus und B. ständiges Stop and Go, da die Ampeln und Kreuzungen dafür sorgen, dass durch Anfahren und Bremsen mehr Feinstaub und CO2 entstehen würde, als Durchfahren. Sechstens, zu guter Letzt, wenn wir eine CO2-Steuer zahlen müssten, wären wir ganz schnell auf Platz 2 oder gar 1 der am meisten besteuerten Länder der Welt. Derzeit belegen wir Platz 3 hinter Belgien und Österreich. Jetzt könnte man argumentieren, dass andere Länder bereits die CO2-Steuer haben. Das ist richtig. Aber die anderen Länder haben keine hohen Abgaben zu leisten. Die Bevölkerung der anderen Länder verdienen mehr Geld als die Deutschen. Und vor 20 Jahren wurde bereits eine Ökosteuer unter einer rot-grünen Regierung eingeführt. Gebracht hat sie nichts. Deutschland würde unter grüner Regierung zur Steuerland Nummer 1 werden. Konzerne, die grün sein würden, würden erheblich profitieren. Die Bürger müssten mehr zahlen. Ich finde die Fridays for Future-Bewegung mittlerweile übertrieben. Es werden Forderungen gestellt, die die Politik gar nicht in der Kürze umsetzen kann. Greta Thunberg, die bekannteste Klimaaktivistin der Welt, würde von den Medien und von der Politik so sehr hervorgehoben, dass ein Team widerstehen muss. Ihr Personenkult ist übertrieben. Als Jugendliche für das Klima protestieren ist löblich und stark. Aber von den politischen Auswirkungen, dessen Forderungen folglich sind, haben die Protestierenden keine Ahnung. Es führt zu einer zerstrittenen Gesellschaft mit einer absoluten Monopolstellung der Reichen und einer Verarmung der Mittel- und Unterschicht. Rezo hat die CDU scharf kritisiert und das zu Recht. Aber er ist für die CO2-Steuer, hat aber die 2-3-fache Besteuerung des deutschen Bürgers nicht erwähnt und auch nicht, dass wir auf Platz 3 der am meisten besteuerten Länder des Planeten stehen. Ich lehne diese Steuer ab, um den schwierigen Folgen vorzubeugen. Wie seht ihr es? Schreibt es gerne in die Kommentare und dann würde ich sagen, ciao.